erste Schüssel Zucker, 280 Gramm. Und Zuckerrübensirup, wenn wir sowas haben. Davon nehm ich 40 Gramm und mixe geschwind. So lang, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Dazu 200 Gramm weiche Margarine und zwei frische Eier, dann dieselbe Schiene. Wieder alles gut verrühren, denn das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und jetzt brauch ich noch ne Schüssel. 400 Gramm Mehl, jeweils ein Teelöffel Natron und ein Vanillepulver ungesüßt, ich glaub das war's schon. Ach nee, einen halben Teelöffel Salz, jetzt fällt's mir ein. Das Ganze gut vermischt in die erste Schüssel rein. Und nochmal rühren, doch nur kurz, denn es wär schade, wenn die Kekse zäh würden. Jetzt ist die Schokolade 300 Gramm in kleinen Stücken unter den Teig zu heben. Den Teig in einen luftdichten Behälter geben. Chocolate Chip Cookies, ich backe Chocolate Chip Cookies. Und mein Chocolate Chip Cookies kann keine widerstehen. Du wirst schon sehen. Den Teig 24 Stunden in den Kühlschrank stellen. Dann haben die Kekse Biss und wer Biss hat, muss nicht bellen. Jetzt mach ich mir einen netten Tag und eine schöne Nacht. Und morgen wird das Werk vollbracht. Den Backofen heizen auf 180 Grad. Backpapier aufs Blech, dann mach ich den Teig parat. Mit 50 kleinen Kugeln aufs Backblech drauf. Abstand halten, denn die Dinger gehen auf. Dann auf der mittleren Schiene eine Viertelstunde backen. Zeit genug zum Spülen und um die Schüsseln wegzupacken. Ofen aus, Klappe auf, das Schönste, was es gibt. Die Sekunde der Vollendung, die jeder Künstler liebt. Und habe ich mal Pech und sehe ein paar Verbrannte, bin ich ein braver Neffe und schicke sie der Tante. Die guten Kekse soll mein Schatz probieren. PS, die Zutaten kann man lustig variieren. Down, down, down. Chocolate Chip Cookies, ich backe Chocolate Chip Cookies. Und mein Chocolate Chip Cookies, ja, mein Chocolate Chip Cookies. Ich meine, meinen Chocolate Chip Cookies kann keine widerstehen. Down, 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 down.